Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Silent Hill. Wir haben gespielt. Hier ist wieder die Hand. Haben wir echt in dem Raum wieder gespeichert? Ja, aber wir haben den eingeäscherten Schlüssel. Genau, okay. Ich hatte gerade ein Flashback? Nee, Jetlag? Ach, egal. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo wir hin müssen, ne? Ist natürlich auch immer so ein bisschen hilfreich, sowas zu wissen. Ah ja, genau. Wir haben die Tüte mit Blut gefüllt. Okay. Fragt mich nicht, wozu das sein soll. Hier ungefähr habe ich auch beim letzten Mal gemerkt, dass ich nicht aufgenommen habe. Was ich jetzt bemerkt habe, ist, dass ich fast runtergefallen wäre. Und was ich jetzt bemerke, ist, dass dort ein Aufzug ist. Aufzug. Okay, wir sind im Aufzug. Ja, gut. Der einzige Ort, an dem man sich hier sicher fühlen kann. Zu Recht sicher fühlen kann. Ich habe mir mal geschworen, die Karte ein bisschen mehr zu benutzen. Dorthin, oder? Würde ich schon sagen. Hier ist immerhin eine verschlossene Tür. Okay, heißt zweites Stockwerk. Zweites Stockwerk, genau. Heißt, wir drücken auf die Aufzugtaste. 2, der Aufzug fährt nach 2. Wohin soll er auch sonst fahren? Aber in Silent Hill ist ja alles möglich. Ladescreen. Blau. Okay, jetzt mal im Ernst. Runter zum Dayroom. Denn den habe ich noch nicht nachgeguckt. Anscheinend gibt es den auch gar nicht. Hä? Jetzt mal im Ernst, wo ist er? Ah, okay. Gut, dann. Nein! Boah, Eddie! Hör auf! Okay, was dies? Hier? Nein! Warum machst du das? Ich sehe nichts mehr. Ach so, okay. Das Schloss ist natürlich kaputt, ist ja selbstverständlich. Immer sind alle Schlösser hier kaputt. Nein, wir sind im falschen Stockwerk. Ich bin dumm. Okay, 1F, da müssen wir hin. In das erste Stockwerk. Und erst bei der Tür gucken. Ist kaputt. War ja selbstverständlich. Ich habe schon so richtig Angst, im echten Leben irgendwann mal auf eine kaputte Tür zu treffen. Damit fängt es nämlich an. Dann findet man einen Aufzug, drückt auf die Taste 1, der Aufzug fährt nach unten, plötzlich kommt ein Ladescreen und von da an geht es nur noch bergab. Okay, wir wollen es nicht hoffen, aber es wäre ja möglich. So, jetzt im Ernst, hier, Cafeteria, wir holen uns was zu essen, er ist kaputt. Küche, auch kaputt. Ah, du hast eine Waffe. Ah, okay, hier. Da ist es. Jetzt haben wir hier diese nette Dame, die wir mal einfach ignorieren. Man hat es schon hart als Monster in Silent Hill. Dauernd wird man ignoriert, die Leute kümmern sich nicht um einen. Außer man heißt Eddie und möchte gern abgeknallt werden. Und da ist noch so ein Eddie. Ey, Eddie, jetzt hör auf, Mann. Abgeschlossen, das heißt. Toll, das heißt, wir müssen später nochmal hierhin zurück. Hätte ich besser doch abgeknallt. Etwas ist auf den Boden gefallen. Ja, die Heather. Steh auf. Ah, C4. Yo, der Sprengstoff geht natürlich. Toll, ein Speicherpunkt. Hätte ich direkt in die letzte Folge einbauen können. Da ist eine Bahre, aber keine gewöhnliche Bahre. Die hier sieht mehr aus wie ein Altar. Brennende Kerzen, ein Messer und ist das der Geruch von Blut? Heather, wie riecht Blut? Haben Sie dieses Bild angebetet? Nein, ich nicht. Oder etwas in diesem Bild? Blut.
Ey, geil. Okay. Ich wusste es. Eigentlich wusste ich nicht, aber es war so eine Idee. Das war eben noch nicht da, oder? Was? Bitte was? Hallo? Hier war doch eben noch eine Wand. Okay, dann sollten wir vielleicht doch speichern. Und das war's für heute mit. Nee, Quatsch. Das wäre wirklich ein bisschen zu kurz. Außerdem will ich sehen, was da unten ist. Vielleicht ist es ja ein Happy Burger. Oder irgendein Monster, das einen anspringt und dann schreit: Pikau! Ich weiß es ja nicht. Deshalb will ich es sehen. Wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sehen wollen. Oder so.